Ja, ich lasse mir das gefallen. Hasswolf ist. Ja, Hasswolf ist Hasswolf Richtig. und. Da gibt es keine Widerrede. Das hat auch Jalan lernen müssen. Gut, noch irgendwas? Nein, ich verbringe die nächste Zeit auf dem Schiff, werde mich auch noch ein bisschen mit Geschützmeistermannschaften unterhalten. Die sollen mich auf den neuesten Stand bringen und den dann auch bringen. Wir reisen bald los durch die Südmeere, wird gefährlich. Gut. Seid bereit. Ja, dann kannst du auch sehen, wie einige Läufer wohl nicht nur von der Dukatengarde, aber vor allem von euren Seefahrern und den Maraskanern dann in den Hafen geschickt werden, um sämtliche Leute wieder zurückzuholen. Nach 2 Stunden kann Jalan seine Weste wieder zuknüpfen und zittrig aus der Krankenkajüte heraustreten. Was wieder so dazu? Machen wir es mal ab. Dann mache ich mich auf einen relativ direkten Weg zu Angraschminia. Ich pflück mir auf dem Weg ein paar Seeleute herbei, die gerade so aussehen, als hätten sie nichts zu tun, unglücklicherweise, und lasse sie ein Segeltuch von der Bugwand hängen. Also da, wo normalerweise der Name hingehört. Denn es bringt natürlich Ja. Unglück, den Namen vor der Taufe zu sehen. Vor der Ja. Neutaufe in diesem Fall Okay, dann. gut. Und dann gehe ich einfach mit Angraschminia. Ich werde vermutlich nur neben ihr stehen und nicken. Ich mit ihr hin, wir lassen wieder diese. Wie nennt man das? Planke runter, wo aber wir nicht auch zum Malen drauf gestanden haben. Ja. Und sie nagelt den Namen da dran. Und dann schauen wir, was passiert. Gut. Das kannst du dir angucken, das, was sie tut. Also die Buchstaben sind hervorragend gefertigt, schön silbrig glänzend aus Mondsilber. Und sie bringt sie nach und nach an, hämmert da dann verschiedene Nägel durch an den guten Stellen, sodass die Nägel auch nicht mehr zu sehen sind. Und es ist ein bisschen nach vorne gehoben. Sie sind jetzt auch nicht so richtig dick, ne, oder tief beziehungsweise, aber man kann das schon gut sehen. Und das wird dann grob nochmal 1 Stunde dauern, bis die dann angebracht sind. Währenddessen ist natürlich über euch, hinter euch ein großes weißes Tuch, was dann so ein bisschen im Wind flackert und sie erzählt dann noch so ein bisschen von ihrer alten Baronie, die du ja auch kennengelernt hast. 2 Mühlen, das ja irgendwo im Tarpatischen liegt. Erzählt dann noch, wie sie damals mit ihrer Gräfin Svanja Ragnarsdottir verschiedene Dinge dann getan hat. Irgendwie sie kommt gerade ins Plaudern und dann von der einen Sache zur anderen und plötzlich redet sie nur noch über Boltax. Ja, und Boltax hat ja auch echt welche Lippen, ne? Ich werde euer Wort dafür nehmen. Ja. Ich habe wenig, sagen wir, Bedürfnis, dies in nächster Zeit herauszufinden. Da musst du dir mal angucken. So groß und voll, wie die sind. Und sag mir, wie Man ist kann das es zwar unter dem eigentlich? Bart sehen, aber wenn du den so ein bisschen anfasst, der ist ja auch mega flauschig. Hast du das mal gemacht? So richtig schön in seinen Bart reingegriffen? Tatsächlich ja, Oh, einmal. und da hat er volle Lippen. Sagt, wie ist das eigentlich unter Zwergen? Ich weiß nicht, schließt ihr einen Bund vor Angrosch ab, wenn die Zeit gekommen ist, oder? Selbstverständlich, so wie ihr auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß relativ wenig darüber, wie dieser Teil eurer Kultur funktioniert. Naja, weil es wenige Zwerge gibt und die meisten Zwerge sind ja auch echte Herumzieher, so Vagabunden, die sich für Abenteurer halten und die meisten wollen ja auch nicht irgendwie in der Binge dann Wache halten, so über die ganzen Artefakte und die ganzen Kammern und so ein ehrbarer Handwerker, das ist ja schon mal was, ne? Der arbeitet dann 80 Jahre in den verschiedenen Handwerkstätten und da bekommt man dann schon eine ehrbare Angroschen ab. Aber die meisten ziehen ja irgendwie herum und wollen Abenteurer werden und irgendwelche Drachentöter und naja, die wenigsten kriegen ja noch einen Drachen zu Gesicht. Und aber das hat bei Boltax gar keinen Unterschied gemacht, ne? Also das wäre egal, ob er jetzt Rassasur besiegt hat oder nicht. Das wäre egal gewesen. Aber bei ihm ist das schon was anderes. Boltax als Geode ist ja auch eine andere Art von Zwerg, nicht wahr? Nein, er ist genauso ein Zwerg, wie du ein Mensch bist und dich von anderen Menschen nicht unterscheidest. Und aber Aber. Abelmir als Magier zum Beispiel ist ja auch eine andere Art von Mensch. Das würde ich gar nicht so sehen. Also, du meinst, weil in ihm Drachenmagie fließt? Ja, so in der Art. Also, mir hat das mal ein anderer Geode erzählt. Höchstwahrscheinlich hat Boltax seinen Zwillingsbruder verloren und die Seele von seinem Zwillingsbruder lebt jetzt in ihm weiter und deswegen kann er diese Drachenmagie benutzen und weil das aber gute Magie ist, weil das eben eine gute Seele von seinem Bruder ist, ist es gute Magie und keine schlechte. Verstehst du?
Na, bei mir sagt immer, Magie sei nie gut oder schlecht. Es käme immer darauf an, wie man sie verwendet. Hast du Boltak schon mal gesehen, dass er böse Dinge damit tut? Ich mache den Mund auf, besinne mich eines Besseren und mache ihn wieder zu. Und jedenfalls, das R habt ihr sehr hervorragend geschmiedet, ich muss schon sagen. Es wird vermutlich sehr weit sich glänzen. Hast du schon das M gesehen? Das M ist ja noch mit am besten geworden. Ja, natürlich, aber das erwartet man ja auch. Und das I ist perfekt geworden. Gut, so habe ich mich aus dieser speziellen Zwickmühle befreit und wir schwadronieren vermutlich noch ein wenig. Ihr redet jetzt die nächsten 10 Minuten über Buchstaben, bis ihr dann irgendwann fertig ist und du bist echt genervt. Wie kann Boltax das die nächsten 150, 200, 300, wie alt werden Zwerge, die nächsten 300 Jahre mit dieser Frau aushalten? Ja, aber ich reise mit Boltax und Abel mir durch die Gegend. Genervt sein ist etwas, mit dem ich klarkomme. Ja. Vor allem genau. Bist du auch verheiratet und das ist noch eine ganz andere Qualität von genervt sein. Ich lasse dich wieder wissen, dass meine Frau eine hervorragende Partie ist. Wir lassen das Segeltuch hängen, denke ich, und enthüllen das dann nachher, wenn die anderen miteinander wieder da sind, denke ich. Ja, wenn du wieder hervortrittst, kannst du sehen, dass die ersten dicken Regentropfen nach unten platschen und nach dann auch die anderen Helden an Deck treten, wo immer sie gewesen sind. Ah, ihr kriegt schlechtes Wetter. Das ist normal hier, oder? Ist nicht jeden Tag schlechtes Wetter zur Mittagszeit? Ja, trotzdem. Dann lass uns doch noch kurz den Regen abwarten. Kiaros und ich haben Tee getrunken. Ich denke, es sollte noch etwas da sein. Ich sage euch, ich werde mich nie dran gewöhnen. Ach, wir haben übrigens deinen Aufrührer gefunden in den Bravokas-Baracken. Nur einen? Einer reicht. Ratet einmal, wer es ist. Ich habe Rafim schon länger nicht gesehen. Nein, falsch. Es war Aurelian Bonaret. Tatsächlich. Er verteilte Goldmünzen und schwang auf aufrührische Reden gegen die anderen Granden. Vielleicht wird aus dem Mann ja doch noch was. Ich bin mir nicht sicher, was er vorhat, aber nichts Gutes erwächst daraus. Vielleicht, Almir, solltet ihr darüber nachdenken, ob ihm einfach nur das Volk am Herzen liegt. Nun, das denke ich ihn ja. Er ist ein Grande. Nun, bei den ganzen Granden, Kiaras ausgenommen, habe ich immer das Gefühl, dass sie vor allem eine Sache sehr am Herzen liegt. Das sind sie selbst. Abelmir, ihr sagt doch immer, vergesst es. Vergesst es, ich habe nicht die Kraft. Nun, jedenfalls, der Name ist angebracht. Ich schlage vor, ihr enthüllt ihn. Nun, wenn ihr es so richtig haltet. Mein Vorschlag wäre vor der Abfahrt, aber... Nun, wir sollten es so schnell wie möglich. Wir sollten die gesamte Besatzung antreten lassen. Hasswolf! Wartet. Was? Abenteurer, vielleicht. Was? Hier ist Kapok. Ja, gleich. Was ist Jalan? Wir sollten in Betracht ziehen, dass es sein könnte, dass der Name zwischenzeitlich wieder abfällt. Könnt ihr einmal nachgucken? Und ich dachte, wir geben ihm ein wenig Zeit, um sich zu beweisen. Hey, Mann! Ich bin Kapok. Ah, Kapok. Kapok, sehr schön. Wir werden uns gleich noch unterhalten über den Kurs. Ich bin Boltax. Ja, ich bin Kapok. Moin. Nun, wir müssen einen neuen Kurs festlegen. Boltax wird euch nähere Auskunft darüber geben, wo diese Insel zu finden ist. Ja, Mann, genau. Das hat er eben gesagt, Mann. Ich schlage vor, wir machen einen Zwischenhalt in Charypso, nehmen dort Nahrung und Wasser auf und können dann in Richtung eurer Insel weiter aufbrechen. Klingt machbar, denke ich. Hervorragend. Kapok, klar, brauchen wir bis Charypso etwa. Charypso sind von hier aus 270 Meilen. Ich kenne das Schiff nicht. Aber, 30 Seemeilen? Wie viel macht sie? Weniger als 30. Weniger? Da müsst ihr Ladung abwerfen. Das war ein Witz. Mann, guckt doch mal nicht so traurig. 1-0, kümmert ihr euch um die Vorräte? Ja, das meiste sollten wir bereits die Wochen über, die wir hier waren, aufgenommen haben. Ich werde allerdings nochmal durchzählen lassen.
Genau, Kapo, kommt doch einmal mit. Dann besprechen wir jetzt direkt den Kurs. Und die anderen können, ich weiß nicht, was ihr eben machen wollt. Wir haben dann gleich noch ein Gespräch, auf das wir eingeladen sind. Also, Mann, laut meinen Karten sind nach Charybdis von hier aus, ich sag mal, 300 Meilen. Wir halten uns an der Goldenen Bucht. Mhm. Wir können natürlich direkt hindurchfahren oder wir halten uns an Land. Ja, das... Wenn wir jetzt losfahren, 20 Stunden. Und dann muss es weiter nach Sorak. Das muss ich wissen auf Karten. Ich habe gute Karten, aber ich nicht wissen, wo Sorak. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß das auch nicht. Es liegt irgendwo im Süden. Sind das die Gewürzinseln, Mann? Ich glaube. Weiß ich nicht so genau. Finden. Oh, sehr gut, wir sehr segeln gut. Einfach an den Gewürzinseln vorbei. Wir können sie auch einfacher finden mit meinem Dolch. Er zeigt in Richtung der Insel. So bin ich noch nie navigiert. Aber das kriegen wir hin, Mann. Gut. Das ist sehr schön. Ja, wunderbar. Du bist ein lustiger Geselle, oder? Ja, ich bin der erste Bordmagus. Du bist lustig. Sehr schön. Gut, dann hätten wir das ja geklärt und können uns jetzt Wichtigerem annehmen. Gut, willst du meine Karten sehen oder soll ich einfach so den Kurs setzen? Setzt einfach so den Kurs. Ich halte euch für kompetent. Charybdis. Genau. Okay, dann bis später, Mann. Bis später. Kommissar Viander jetzt schon. Es war doch ein erfolgreiches Gespräch. Nun, wir sollten uns auf jeden Fall jetzt noch einmal fertig machen, wenn wir gleich unsere Audienz haben. Ja, Zulamin hat sich neben Tee trinken und Katzenstreicheln auch schon umgezogen und trägt jetzt Trauerkleidung. Also im Wesentlichen ihr Raya-Outfit nur in schwarz und alanfanischer Seide. Ich besitze keine Trauerkleidung. Ich besitze generell nur zwei Sätze Kleidung. Ich trage mal Trauerkleidung in schwarz. Ich wasche mir die Füße. Ich will nicht mit Schlammfüßen da rein. Ich will gar nicht wissen, warum du keine Stiefel hast, aber okay. Was? Nein, Voltax ist barfuß unterwegs immer. Jetzt weiß ich, was der Kusch riecht immer. Stollen Nummer 5. Ja. Okay. Okay, habt ihr noch irgendwas vor oder wollt ihr schon aufbrechen? Fragezeichen. Ich nehme an, die Information, dass Boromir ausgeschifft wurde, habe ich bereits erhalten. Ja, wenn du möchtest, eine einfache Gassenwissenprobe wird dir geklärt haben, dass Boromir erstmal verlegt wurde auf die Festungsinsel vor Alanfa und für ein Dukaten mehr wirst du auch erfahren, dass er von dort aus weiter nach Santobal verschifft wurde. Okay. Dann, wenn ich sowieso unterwegs war, ich nehme an, das wird eine relativ knappe Sache gewesen sein, möchte ich einfach in unserer Abwesenheit mit ein bisschen Geld im Voraus unsere Informanten auf Narab Zaunbrecht angesetzt haben. Ja, um was zu finden? Irgendwas, alles. Irgendwas, okay. Ich nehme, was sie mir geben können. Gut, die sollen jetzt die nächsten Wochen... Bis zu unserer Rückkehr, die ich nicht näher bestimmt habe. Gut. Ja, du kannst dir natürlich auch in der Zeit die Briefe angesehen haben, die dir der Fexgeweihte Fexarius, so es war zumindest sein Tarnname, gegeben hatte. Die hat er ja auf dem Schreibtisch von Huron mitgeklaubt. Möchtest du die Information mit den anderen teilen oder ist das erstmal egal? Ich denke, ich werde die heute Abend mit den anderen teilen. Gut, heute Abend. Dann, Zulamin in Trauergewandung. Und mit einer Urne? Ja, also sie geht in die Kammer von den beiden Geweihten runter und meint dann zu Aetilius: Es ist soweit. Wir brechen zum Rabenfelsen auf. Also, wenn ihr mir die Urne anvertrauen würdet? Tja, es ist ja nun doch schon einige Zeit vergangen. Ich hatte angenommen, dass ihr so ein Begräbnis früher hättet getan, aber
Ich konnte sie nicht so lange rumliegen lassen. Da war die Verbrennung tatsächlich dann doch wohl das Bessere. Und dann die Asche in den Wind zu streuen. Ich weiß zwar nicht, ob ich einfach gewählt hätte, aber das obliegt eurer Wahl. Und immerhin war sie Avesgeweihte. Die haben sowieso keine Heimat. Ich weiß, das muss euch wehgetan haben, dass ihr sie am Ende doch verbrennen musstet. Aber ihr sagtet mir, Janka wäre keine gute Idee. Janka wäre ein Ort gewesen, wo ich immer wieder an ihr Grab zurückkehren hätte können, aber vermutlich habt ihr recht und der Boden war noch verseucht. Vermutlich. Wenn ihr möchtet, dürft ihr und Netia uns natürlich gerne begleiten. Nun, ich glaube, dass Netia sich um einige andere Platzwunden kümmern muss, die bei den sicherlich nicht Piraten aufgetaucht sind, aber wenn ihr mich einladet, werde ich euch sicherlich begleiten. Ich halte mich aus den politischen Diskussionen der beiden Borundkirchen heraus und kann dementsprechend auch einen farnischen Boden betreten. Natürlich, das schätze ich auch sehr an euch. Also gut, dann werde ich mir noch etwas Passenderes anziehen und dann gleich bei euch sein. Hier ist die Urne. Hab Dank. Dann bis gleich. Und Zulamin geht den anderen. Wartet noch einen Moment, Etilius wird sich uns anschließen. Oh, eine gute Idee. Dann kann er die Grabrede halten. Ich habe mir auch ein paar Worte überlegt, aber ich freue mich trotzdem, dass er mitkommt. Immerhin ist er unser Boron-Geweihter. Und er hat sich all die Zeit um den Leichnam gekümmert. Ja, ja. Ja, nach einigen Augenblicken kommt Etilius dann auch komplett in Schwarz gewandet wieder auf euch zu und er hat sich tatsächlich auch noch vor das Gesicht einen schwarzen Seidenschleier geklemmt, sodass nur noch seine Augen zu sehen sind und wird dann schweigend mit seinen Händen in die Robe gehüllt neben euch treten. Nickt euch nur noch zu und ihr hofft zumindest, dass es Etilius ist. Zumindest hätte kein anderer eine solche Robe und einen Grund, so aufzutreten. Nun, wollen wir dann los? Ich würde vorschlagen, ja. Ja, dann setzen wir uns so trauermarschartig in Bewegung. Okay, eine Stunde später könnt ihr wieder vorbei an den Wachen der Dukaten gerade vorbeigetreten sein. Es ist ein mulmiges Gefühl, wenn ihr, nachdem ihr die Blutspiele das erste Mal wieder beendet habt, wieder an ihn vorbeitretet, fühlt noch einmal die Armbrüste, die allerdings nicht auf euch angelegt sind, aber gut, dennoch ist es trotzdem ein komisches Gefühl. Zu eurer Linken wieder das gewaltige Anwesen der Bonnerets, von dem Abel mir ja vor kurzem erst gesprochen hat, warum auch immer Aurelian hier seine Hassreden in den Brabaka-Baracken dann führt. Immerhin ist er selber dann eins der prominentesten Ziele gleich direkt zu Anfang. Da hätte er sicherlich nichts von, aber gut, so sind die Tatsachen und er wird schon einen Plan haben. Vor allem hat er euch ja auch auf Nareb und auf Goldo angesetzt. Durch den Sandweg in Richtung Süden lasst ihr das Haus der Kugris und der Paligans ebenso hinter euch und werdet dann von mehreren Basaltfäusten begrüßt, die auch das große schmiedeeiserne Tor öffnen. Die Zwingfeste wird geöffnet und dann könnt ihr auch zahlreiche andere Tempelgardisten erkennen. Die Inquisition hat hier wohl noch einige von ihren seltsamen Kultisten aufgebahren, die dann vielleicht ähnlich aussehen wie Etilius. Wohl allerdings mehr sprechen oder auch hier draußen dem Rauschkraut nachgehen. Großer, gewaltiger Friedhof, mehrere Sarkophage, die hier offen herumstehen und ein gewaltiges, goldenes Gebäude, was jedem anderen Gebäude vielleicht spotten könnte, sollte es nicht mit der Stadt des Lichts vergleichbar sein. Es ist gewaltig groß. Dass das ein Boron-Tempel ist aus schwarzem Stein und den goldenen Ornamenten der Säulenhalle, Ebenholz, Mohagoni und eine Inschrift, die euch begrüßt, als ihr auf es zutretet. Das Königreich der Toten ist 100-mal größer als das der Lebenden. 3 Stockwerke, die nach oben ragen und so tretet ihr auf die Residenz vom Patriarchen Amir Honak zu.
Was haben diese Buchentempel alle mit ihren unheilvollen Überschriften? Erinnert ihr euch noch an den anderen? Immer den in Pony? Ja, du schuldest der Welt noch einen Tod. Du schuldest Boron noch einen Tod, wenn ich mich nicht täusche. Ach, irgendwie sowas. Es ist auch nicht viel erbaulicher als das hier. Nun, Sterben ist nun mal nicht erbaulich. Ja, aber könnte so eine Überschrift nicht Trost spenden? Ich weiß nicht. Das Sterben ist nicht das Schlimmste. Der schlimmste Teil kommt manchmal danach. Den Trost, Boltax, erhaltet ihr in Borons Armen. Und nicht aber im Tod finden wir Ruhe. So etwas wäre auch für die, nun ja, Zurückbleibenden eine gewisse tröstliche Gewissheit. Ah. Ihr tretet vorbei an gläsernen Sarkophagen mit irgendwelchen Mumien darin. Und wenn ihr dann den Innenhof betretet, vorbei an den unzähligen Kostbarkeiten. Es riecht betörend nach schwarzem Lotus. Die heilige und die tödliche Blume Borons, die hier sorgfältig umgittert in einem Teich gezogen wird. Und zahlreiche Tempelgardisten, die dann davor stehen und euch argwöhnisch betrachten. Als ihr dort im Innenhof steht und von diesem Geruch eingenebelt werdet, lediglich der Stollen Nummer 5 von Boltax kann so ein bisschen die Gerüche verdrängen und hört euch so ein bisschen schützend ein. Da seht ihr, wie Lukan Kisseda und Amira Honak auf euch zutreten. Nun, ihr habt mit meinem Vater zu parlieren, vermute ich. Seid mir willkommen. Boron zum Gruße. Ja, wir werden erwartet, so wie es scheint. Selbstverständlich. Immerhin sind die Blutspiele vorbei und ihr wolltet etwas mit uns besprechen, beziehungsweise mit meinem Vater, dem Patriarchen. Kommt mit. Ja, so führt sie euch durch zahlreiche weitere Gänge, allesamt irgendwie schwarz, gülden oder mit Edelhölzern verkleidet. Irgendwelche Artefakte, Ornamente, goldene Raben, teilweise ja, Krokodile, die ausgestopft und vergoldet worden sind. Also die Schätze, die man hier links und rechts finden kann, sind ja aus einer anderen Welt. Bis ihr dann in dem gewaltigen Thronraum steht, wo ja ehemals Balfemor und Tarquinio Honak gesessen haben. Eine gewaltige Monumentalstatue eines gekrönten Raben, der über dem Thron sitzt. Kristallschwarze Mauern, die euch hier umschließen und alles ist irgendwie glitzernd und es riecht wieder nach nicht nur dem schwarzen Lotus, sondern nach allen möglichen Rauschkräutern. Eine Zechenprobe bitte von euch allen. Sie ist das Schwert um 3. Geil. Man wird schon high, wenn man da nur reinläuft. Da will ich mal hin. Nehmen wir uns das an, hm? Oh ja, ich schaff's locker. Leider nicht. Hat noch jemand ein Gegengift? Ja, Diamantes, Zulamin, ihr habt so ein bisschen das Gefühl, als würdet ihr auf diese Szenerie betrachten. Ihr seht, wie ihr so ein bisschen über eurem Körper steht und es ist euch einfach egal, dass ihr gerade so ein bisschen über eurem Körper schwebt und diese Szenerie so betrachtet, wie ihr euren eigenen Körper so gerade von der falschen Seite seht und euch zuseht. Wenn ihr den Mund öffnet, um zu sprechen, könnt ihr sehen, wie ihr den Mund aufmacht und es fühlt sich an, als würde jemand anderes für euch sprechen. Ja, ich erinnere mich an die Voodoo-Maske von Hurun zurück in seiner Villa, doch das ist ein gänzlich anderes Gefühl. Ja, bin auch deutlich berauscht. Ramin lässt das Gefühl auf sich wirken und vergleicht das so ein wenig mit dem, was sie kennt und erforscht in erster Linie ihre Gefühle, ob sie sich bedroht oder unwohl fühlt. Aber naja, eigentlich... Es ist ihr einfach egal. Es ist so ein richtig neutrales Gefühl, würdest du sagen. Mhm. Also wenn du jetzt tot umfallen würdest, dann war das dein Leben. Dann ist das so. Du hast ein gutes Leben geführt. Du könntest auch noch weiterleben, aber dann ist es so. Ja. Gelassenheit, wenn auch nicht die heitere Version davon.
Ja, Amira Honor bleibt selber stehen und Lucan Gisseda, ihr Schwertmeister, ebenso. Ihr könnt noch neben dem Patriarchen erkennen, dass dort eine weitere gehüllte Figur steht, die ihr auch gestern zum Teil schon gesehen hattet. Es handelt es sich dabei wahrscheinlich auch um einen der höchsten Vertreter, Brotos Paligan. Neben seinem Ornament könnt ihr zumindest das Haus Paligan auf der Robe aufgestickt erkennen. Also die Krone, die dann die Paligans als ihr Hauswappen gewählt haben. Steht da einfach nur ebenso schweigend. Etilius, man spürt das Lächeln hinter dem Schleier, auch wenn ihr es nicht erkennen könnt. Und ja, so tretet ihr durch die gewaltige kristallene Halle auf den Patriarchen zu. Seid willkommen. Ihr wurdet erwartet. Vielen Dank für eure Audienz. Ja, ich falle auf die Knie in Anbetracht des Patriarchen und senke mein Haupt. Gamin beobachtet sich selbst dabei, wie sie sich tief verneigt. Ich strecke die Arme und beiße mir auf die Zunge. Oh, das sind wirklich herausragende Kristalle, die ihr hier habt. Und dieser schwarze Einschlag. So etwas ist wahrlich nicht leicht zu züchten. Es ist mir eine Freude, hier zu sein.